Hey ho, meine Lieben, Projekt Arcade Teil 3. Naja, was soll ich sagen? Da unten steht mein Paket mit der neuen Oberfräse. Und bevor ich das aber auspacken darf, hat Schatzi gesagt, muss ich hier weitermachen. Ich sagte, nö. Sie sagt, hau ich dir auf die Finger, sag ich. Mir egal, sagt sie, gibt's nichts zum Essen, sag ich. Mir egal, mach ich mal selber was. Aber nachdem sie gesagt hat, sie überfährt mich mit einem Rasenmäher, habe ich dann doch lieber den Pinsel genommen. Nein, Schmarrn. Ich habe mir persönlich, oder ich sagte ja schon, ich habe noch ein paar andere Arbeiten. Und ja, die mache ich jetzt so nebenbei. Und wenn ich den Balken gestrichen habe, packe ich mir den Karton da unten. Und dann gehen wir hinter und legen los. Erst einmal die Oberfräse antesten. Und dann die Nut in die Seitenteile. Ich hoffe, ich kriege das hin. Naja, aber jetzt muss ich erstmal Balken fertig streichen. Also hier drin hat sich seit dem letzten Video nichts verändert. Sogar der 17er Schlüssel liegt da rum. Weg damit. Oh, Messer. So. Waren sie ja recht schnell jetzt mit dem Paket. Sonntag bestellt, Dienstag da. Wunderbar. Jawohl. Eine Stunde. Und dann habe ich gleich den etwas teureren Satz genommen, wo ich gleich noch verschiedene Fräsaufsätze dabei habe. Und zwar die guten teuren. So, jetzt kriege ich das Ding auch auf. Aha, die haben nämlich unten auch noch eine Schneide dran. Jo, gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Also, einen Satz habe ich für die. Auf alle Fälle auch in diesem Video für ein oder zwei. Nein, in diesem Video, in dieser Videoserie. Habe ich schon gesagt, dass ich eigentlich von der Oberfläche absolut gar keinen Plan habe. Ich bin dran. Oh je. Ich bin dran. Oh je. Dran. Jetzt kommt die mir mit Blumenkästen daher. Aber hat auch was mit Grillen zu tun. Die sind für den Grillkota. Also du willst da jetzt Entwässerungslöcher drin haben? Löcher haben. Okay, ja, dann mache ich das mal. Leute, ich mache dabei die Cam aus, weil wie ich da schnell ein paar Löcher reinbaue, das muss ich nicht unbedingt jetzt zeigen. So Leute, Blumenkästen gelöchert, dann geht's hier weiter. Mann. Mittlerweile kaufen wir ja eigentlich nur noch Werkzeug mit dem Koffer. Oh, hey, geiles Teil. Tja, Oberfräse. Den wenn man runterdrückt, ja, und wenn man den loslässt, dann bleibt er in der stehen. Feinjustierung. Dann macht der Anschlag rein. Okay. Noch ein paar Kleinigkeiten. Daran der Parallelanschlag hier mit einer Flügelmutter gesichert. Ja, gut. Ich werde das Teil jetzt soweit mal mit dem Zeug fertig zusammenbauen. Dann gleich einmal den Fräser hier einspannen, den Nutschlitz oder Schlitznutfräser. Und dann an der Testplatte probieren, seitlich eine Nut zu machen. Ja, Leute, wir werden sehen, ob ich es hinkriege. Also wenn ich das alles ausgedingert habe und so, dann zum ersten Test hole ich euch dazu.
So, Freunde, der vermutlich der allererste richtige Einsatz einer Oberfräse vom Grillschanki. ich habe das jetzt mal eingestellt. Nach der Probefräsung weiß ich, ob sie in der Mitte ist und ob ich mir das mit der Platte selber zutraue. Wenn nämlich nicht, packe ich die Platten und fahre zu meinem Bruder, der hat einen Oberfrästisch gut eingestellt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, ich überlebe das Ganze. Tele! Hopp und sagst du, schwerst es ja geil. Ist das geil? Ist das geil? Und ich glaube, das sieht mal richtig gut aus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Meine gute alte Schieblehre. Messschieber, Schieblehre, mir wurscht. Da könnt ihr euch jetzt wieder drüber aufregen. Hier, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Ich würde sagen, das ist mittig. Ja! Und mein kleines Gummihämmerl ist weg. Muss ich auch noch suchen. Nehmen wir das große Gummihämmerl. Leute, ist das geil? Oder ist das geil? Wie geil, wie geil, wie geil. Und nachdem das Probefräsen jetzt hier so gut funktioniert hat, werde ich das gleich an den Seitenteilen machen. Komplett ringsrum. Und ja, dann ist es gefräst. Geil. Was ich dazu sagen will noch, so eine Oberfräse ist eigentlich kein Spielzeug für Leute, wo sich gar nicht auskennen, aber vielleicht auch für Leute, wo sich auskennen lernen wollen, naja, ihr wisst, was ich meine, weil wenn sich so ein Teil hier mit 16.000 bis 30.000 Umdrehungen dreht und davon fliegt, ouch, naja, gut, ich denke, von meinem Beruf und von meiner Arbeitszeit her darf ich mir das wohl zutrauen, damit zu arbeiten. Und das mache ich jetzt. Ich fräse jetzt die beiden Nuten. Nicht zu verwechseln mit Nuten. Und danach zeige ich euch das ganz einfach. Und wenn wir die nämlich dann drin haben, dann kann ich erstmal die ganzen Teile auseinanderklabustern, beschriften, wo was hinkommt. Und dann kann ich mir die nächsten Schritte überlegen. Ich drehe hier durch. Hede. Ja, Leute, nicht mal eine Minute pro Seitenteil habe ich die Nut reingefräst. Und ich muss sagen, eine geile Maschine. Ich bin gestern, vorgestern auch noch am PC gehockt in YouTube oder habe YouTube geguckt, habe nach Videos zu der gesucht. Ein paar Videos habe ich gefunden und ja, habe mir gedacht, geil, dass ich mir die bestellt habe. Dann habe ich mir noch ein paar Handhabungsvideos angeschaut. Überhaupt übers Arbeiten mit der Oberfräse, dadurch weiß ich jetzt auch, dass mit dem Ding noch viel, 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 viel mehr möglich ist. Da noch vielen Dank an die YouTube-Kollegen, wo dazu Bastelvideos machen, wie Let's Bastel zum Beispiel. Der ist mir besonders aufgefallen, weil der einen ähnlichen Dialekt hat wie ich. Und ja, mei, es ist ziemlich dieselbe Gegend. Also wo ich ursprünglich herkomme. Ja, dann
mache ich das Maschinchen schon sauber und tue es wieder verräumen und dann beschrifte ich mal da im Eck meine ganzen Teile nach meiner Liste. Wo haben wir sie? Hier. Und dann werde ich mir überlegen, wie ich das mit den Leisten mache. Die habe ich letztens übrigens nicht gezeigt. Die stehen hier. Mal gucken, ob die ausreichen. Ich habe verschiedene. Einmal quadratisch praktisch gut und einmal leicht längs. Schauen wir mal, was ich brauche. Und Leute, erstmal ein bisschen zusammenräumen wieder und dann geht's weiter. Boah, Leute, was habe ich mir da angetan? Ja, ich muss Platten noch ein bisschen umgestalten, weil ich ja auch andere Maße verwende. Ein bisschen andere Maße als der Originalplan, aber das war mir klar. Dann muss ich natürlich berücksichtigen mit den Push-Open, dass der ein bisschen oder noch 3 mm zum Neidrücken gehen muss, etc. pp. Aber ich fange jetzt so langsam mal an eben und habe mal angefangen aufzuzeichnen und das zeige ich euch jetzt noch. Anfangen am besten immer unten. Ja. Ich werde von meinem Türchenholz dann hier das Stück wegsägen und hier unten als Frontende nehmen. Das ist die erste Bodenplatte. Unten drunter kommt dann eine Holzleiste bis da, wo dann die Rückplatte hinkommt, also 47 cm. Da schneide ich mir gleich 4 zurecht. Werde ich immer 2 Stück pro Seitenteil aufeinander spaxen. Warum? Damit ich eben an dem Holz die Füße festmachen kann. Ja, und das wird richtig massiv. Dann habe ich mir mal da aufgezeichnet, wo die Rückwand hinkommt. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das festmache. Hier vorne habe ich mir mal eine 3 mm Linie gezogen. So dick wird die Scheibe, die wird dann auch mit dem Frontteil abschließen, beziehungsweise leicht unter dem T-Molding drunter liegen. Puh, ja, dann hier das Holzbrett. Also so langsam mal aufzeichnen und mir überlegen, wie ich die Leisten setze. Also alles nicht so einfach. Naja, was soll's. Also momentan ist viel Zeichnen, sägen erst morgen wieder. Meine Säge ist in der Arbeit, da habe ich auch gerade Holzarbeiten, Boden legen. Aber was soll's? Die Leisten könnte ich noch zurechtsägen. Jo, das mache ich jetzt auch noch. Kappsäge ist das Sägeblatt total stumpf. Muss ich ja nichts dazu sagen. Ich glaube, ich nehme meine Bandsäge und säge mir meine Holzleisten schnell mal zurecht. Ja. Während ich gerade so am Grübeln bin, kommt mir der Gedanke, eben im nächsten Abstand zum nächsten Boden habe ich den Subwoofer ausgemessen. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja da genauso wie im V-Pin im Boden ein Loch reinmachen, wo der Subwoofer rausstrahlt. Ja, der Subwoofer aus der Schachtel rausgenommen und ist er nicht süß? Also das hat Logitech schon wesentlich besser drauf gehabt, aber was soll's, den nehmen wir jetzt. Egal, also ich werde im Boden ein Löchlein reinmachen, den Subwoofer nach unten wegstrahlen lassen. Eieieiei. Wird dann irgendwo so aussehen.
Das Bassreflexrohr lasse ich nach hinten wegstrahlen. Habe ich ganz pauschal jetzt so entschlossen. Nein, das Bassreflexrohr wird zur Seite wegstrahlen. Wegen der Anschlüsse. Ja, genau. Mache ich auf eine Seite. Und zwar ungefähr so. Jetzt muss ich bloß gucken, wie hoch das hier ist. Oh ja, das deckt sich dann gerade so mit meinen Leisten. Die haben vier, nee, was haben die? 34, es wären 68. Ja gut, geht auch noch. Die Füße haben 60. Ja, also Subwoofer kommt exakt so, wie er jetzt hier dran liegt, in die Box rein. Wird dann von unten auch fest verschraubt wieder. Fertig. Ja, also dauernd irgendwelche anderen Ideen, wie mache ich was? Etc. pp. Es gibt dauernd Änderungen daran. Und ja, mit dieser Info beende ich jetzt dieses Video heute. Wie gesagt, ich werde jetzt dann so langsam die Leisten zusägen. Und wenn dann nochmal ein paar Leisten dran sind, etc. pp., was jetzt wieder 2, 3, 4 Tage dauern kann. Morgen werde ich meinen Luftmeißel rausholen. Das Brettteil, wo ich hinten an der Grillkota die Wand abgenagelt habe. Und werde hier mal ein bisschen Unkraut aus dem Hof rausmeißeln. Weil den habe ich so gut verdichtet, da muss ich entweder mit der Spitzhacke ran oder mit dem Pressluftmeißel. Hilft nichts. Hallo Murmel, was machst denn du hier? Was? Erzähl mal mehr, komm, erzähl noch was. Was ist los, Murmel? Ja, ja, genau. Okay, Leute, dann beende ich dieses Video für heute. Ende Teil 3. Teil 4 wird dann... keine Ahnung, wann kommen. Je nachdem, wie schnell ich vorankomme. Wir haben noch den nächsten Feiertag. Mittwoch, morgen arbeiten, übermorgen Feiertag. Vielleicht mache ich da wieder ein Video dazu. Und ja, das klatsche ich jetzt noch schnell durch den Rechner durch, dass ihr das seht. Und dann werde ich erst einmal wieder mein Soßenvideo endlich bearbeiten. Genau. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns. Tschaikowski. Nachtrag um 10:30. Die Leisten miteinander verspackst und verklebt und von oben auch verschraubt. Also beidseitig natürlich gleich dasselbe. Unterste Leiste dran. Ja, gut. Jetzt aber hasta la vista.